Das unabhängige und eigenständige Multimediahaus im Mittelland. ZT Medien AG. Vielseitig kommunizieren. Diego Schwarzenbach, bitter einen Abend hinten zu oben für eine EAC Alten. Derby nicht in der Lage hinten zu oben, wo vielleicht nicht unbedingt gerade so zustande kam, wie der das planen kann zu oben. Ja, das ist so. Ja. Wir waren viel zu wenig irgendwie aggressiv und jeden Zweikampf verloren. Und einfach, ja, es war zu wenig Pfiff im Spiel über das Ganze. Und, ja, so haben wir es auch nicht verdient. Die ersten 3-4 Minuten sind eigentlich nicht mehr so schlecht gewesen, sind mit Tempo gekommen, aber nachher ist nicht mehr viel gegangen für euch. Was ist das gelegen? Warum seid ihr plötzlich wie von der Rolle gewesen? Ja, ich weiß, es ist schwierig zu sagen, so kurz nach dem Match, aber wie ich vorhin gesagt habe, das sind alles die Punkte, die wir besser machen müssen. Vor allem, das Spiel war sehr fehleranfällig, auch in den Powerplay-Überzahlsituationen. Hat er kaum etwas rechts hergebracht? Was ist passiert, vor allem nach dem Match gegen Kloten daheim, wo er sehr überzeugt gespielt hat? Ja, das ist so. Ja. Wir haben wirklich viel Foulpässe gehabt, wir haben viel Scheibenverlust gehabt die ganze Zeit, auch im Powerplay. Und ja, das ist etwas, was wir müssen anschauen müssen, warum das passiert ist. Vor allem dringend abstellen, wir haben so 10 Matches gegen Winterthur und gegen DVZ Academy. Die letzten 2 Kali-Matches, was müsst ihr jetzt unbedingt noch anschauen, dass man dann ready ist für Playoffs? Ja, ich glaube, wir müssen allgemein ein bisschen bissiger werden und aggressiv in Matches reingehen von den ersten Minuten an. Und jetzt kommen 2 sehr wichtige Matches für uns, das wissen wir. Und ja, wir werden alles daran setzen, damit wir die gewinnen können. Also, der heutige Abend abhökeln und möglichst schnell wieder auf den Erfolgsspur zurückkommen. Wir wünschen gutes Gelingen. Merci.